Ein Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Im letzten Part haben wir ja die Rosa und Fiore wieder in Stand gebracht. Nun machen wir uns auf die Socken, ich glaube, zu den Soldaten. Und nun ja, es ist gerade 14.37 Uhr. Es wird wieder ein 5-Minuten-Part werden. Aber bevor wir jetzt dahin gehen, machen wir doch hier den Borgia-Turm. Falls ihr euch jetzt fragt, woher hat der Knight auf einmal das ganze Geld? Ja, ich habe 2 Kurtisaninnen-Missionen gemacht und ein Templer-Versteck. Im Endeffekt tut es mir leid, dass ich das Templer-Versteck nicht gezeigt habe. Aber das war hier, das müsstet ihr auch haben. Das ging aber auch nur ganz kurz. Aber auf jeden Fall haben wir da 4000 Florin bekommen. Das war schon einiges. Das hier sind ja hier so eine, sind ja diese Christina-Missionen. Die machen wir auch noch. Die schalten sich eh Stück für Stück frei. Die mache ich jetzt aber noch nicht, weil ich konzentriere mich erstmal auf ein paar Hauptaspekte und dann gehe ich auf die anderen Sachen ein. Aber das werdet ihr erfahren. Also, wenn ihr in Assassin's Creed 2 habe ich jetzt auch nur recht wenige Nebenmissionen gemacht. Aber da warte ich ja eigentlich auch vollends zufrieden, fand ich jetzt. Also hat sich keiner beklagt von wegen, ey, der Knight, der hat ja gar nicht das und das gemacht. Von daher glaube ich auch, dass ihr hier auch wieder zufrieden sein werdet, hoffe ich doch mal. Und ich finde auch allgemein, das habe ich auch schon in Assassin's Creed 2 gesagt, Nebenmissionen sind einfach so eine Sache, wo ich mir sagen muss, ja, sind gut und schön, aber jetzt so übertrieben viele brauche ich, muss man da ja nicht unbedingt machen. Und warum ich den Typen jetzt hier, diesen Hauptmann, nicht direkt töten könnte, frage ich mich auch. Und das ist wieder so einer, der blockt und ich habe keine Rauchbomben, scheiße. Ich glaube, ich mache das anders. Ich habe da eine Idee. Ich erledige jetzt erstmal die ganzen anderen Hampelmänner. Oh, dieser Soldat, der labert immer so viel Unsinn. Die wiederholen sich einfach immer. Ich hab auch. So, der Typ soll mal angreifen. So, komm mal her, Kollege. So, ich will eigentlich nur mal mit der Pistole auf den schießen. So, weil damit hitte ich den einfach direkt an und er ist tot. Super. Weil so hält er seine Klappe, weil ansonsten hätten wir wahrscheinlich noch 10 Jahre lang blocken können. Und der hätte nicht seine Fresse gehalten oder wäre mal gestorben. Aber mit 2 Kugeln im Bauch regelt sich das. So, auf jeden Fall klettern wir jetzt auf den Turm drauf. Und haben dann einen weiteren Borgia-Turm kaputt gemacht. So, so, hier geht es jetzt, denke ich mal, weiter hoch, oder? Ja, scheint mir so. So, Gott, ist der hoch, der Turm. Ich hasse es ja eigentlich immer. So, hier muss man immer so rumklettern und allem. Und, ne, ich finde es nervig. So. Aber wir haben es jetzt geschafft. Und dann machen wir uns auf die Socken zu den Söldnern, die wieder für uns gewinnen. So. Und damit ist ein weiterer Borgia-Turm Niet hin, kaputt, zerstört, vernichtet, entjungfert, keine Ahnung. So, super. Geld kriegen wir dadurch ja auch immer ein wenig. Und jetzt aktiviere ich mal die, ach, da ist noch einer, den machen wir auch noch direkt und dann gehen wir zur Mission. So, der steht da ja direkt, obwohl, nee, ich glaube, das ist der Turm, den wir noch gar nicht, genau, ich glaube, das ist der, den wir noch nicht machen können, sondern den machen wir jetzt innerhalb der Mission, soweit ich weiß. Ich kann jetzt mal gucken, ob der, jo, genau, da brauchen wir es gar nicht hinzugehen und, ach, hallöle, da brauchen wir es gar nicht hinzugehen, weil das müssen wir gleich eh für die Mission machen, ansonsten ist da noch Sperrgebiet und, ja, der Typ nervt mich gerade, weil der nur wegrennt. Komm mal her, Kollege. Hey, lol. So, geht doch, dankeschön. So. Komm mal her, du hast bestimmt 500 Florin für uns. So. Ja, komm schon, mein Ezio. Dankeschön. Seide und 500 Florin. Immerhin, ja, 10.700 haben wir schon. Wir können es ja mal mit eh nichts kaufen, von daher lohnt sich das auch gar nicht, irgendwie das Geld auszugeben. Aber investieren tun wir auf jeden Fall. Naja, okay, jetzt sprechen wir hier mal mit den Söldnern. Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Penthesilea! Penthesilea! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt?
Das ist ein Insider, den ihr nur verstecke, wenn ihr Assassin's Creed 2 geguckt hier ist habt. Sie. Lieta di conoscervi. Charmant, wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene. Meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Scusatemi. Gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna Dalviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Okay, zwischen Baum und Borke. Ja, wie gesagt, mit dem hast du schon mal hinterm Tisch geguckt. Das versteht ihr nur, wenn ihr Assassin's Creed 2 geguckt habt, wo man Bartolomeo kennengelernt habt. Könnt ihr unten hinschreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Nur den Hauptmann der Borgia eliminieren ist die Sondererinnerung. Ob ich das hinbekomme, weiß ich nicht. Ich gebe da ja auch nicht so einen großen Wert drauf. Naja, so, die kämpfen ja hier schon wie die Wilden. Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht. Oh, das werde ich machen. Weil das ist nämlich auch... So, komm einfach mal her, Kollege. So, das war schon. So, super, das war schon. Ein Pistolenschuss in den Rücken hat's erledigt. So, und jetzt können wir nämlich auch noch da hinten und ganz easy peasy das erledigen. So, mit einem gekönnten Körper springen wir ins Wasser. Ich selbst kann gar keinen Körper. Also ich mag schwimmen, aber ich kann irgendwie das nicht, weiß nicht. Naja, egal. So, und jetzt haben wir den Hauptmann schon. Ja. Bevor ich dem da irgendwie ellenlang hinterher renne, bis ich den mal mit der versteckten Klinge erwische. Nee, lasst mal. So, Glas mit Blutegeln, ja lecker. Das habe ich mir natürlich immer gewünscht. So. Ich hoffe, wir müssen auf die Seite. Jo, das scheint mir richtig. Und dann haben wir, glaube ich, die Söldner auch direkt für uns gewonnen. Ist wenigstens nicht so eine nervige Mission, wo man so weit gehen muss. Soweit ich das weiß. Und dann machen wir uns im nächsten Part auf, die Söldner zu... die Diebe zu rekrutieren. Ja. Und dann haben wir doch schon wieder einiges geschafft in diesem Let's Play. So. Ja, ich weiß immer wieder, wieso ich Aussichtstürme hasse und dabei zu kommentieren. Man kann einfach nichts sagen. Ich frage mich, wie ich das in Assassin's Creed 1 geschafft habe. Zu Bartolomeo und Penthesilea zurückkehren. Jo, das hatte ich vor. Und da hinten kommt man ganz praktisch hoch. 7 von 101 Borgia-Bannern entfernt. Der Einfluss der Borgia über dieses Gebiet wurde eliminiert. So, ich schaue dann auch mal eben, was wir gleich noch machen können. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier die, glaube ich, noch nicht übernehmen können. Das werde ich offscreen mal nachschauen, ob das geht oder nicht. Wenn ja, dann mache ich das mit euch dann noch in dem Part. Wenn nicht, dann lasse ich es. Aber hier auf jeden Fall können wir noch in den und den, das können wir noch machen. Also jetzt nicht in diesem Part, aber das weiß ich. Aber die, also eher östlich gesehen, die sind meistens noch verschlüsselt. Also da kommt man noch nicht hin. Auch recht spät erst. Deshalb gehe ich da auch erst gar nicht hin. So, hier ist noch eine Flagge. So, perfekt. Geht jetzt hier noch weiter hoch? Ich glaube, hier kommt Ezio nicht hoch, ne? Nee. Wie machen wir das denn jetzt, wenn wir da nicht hochkommen? Ach, ich hasse das Gebiet hier eigentlich. Muss man immer so komplett außen rumlaufen. Oder? Nee, ich glaube, hier kann man... Ja, Ezio, genau. Ich glaube, hier kommt man hoch. Ja, super. So, schnappen wir uns mal unser Pferd. Und reiten nach da hinten. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind auch irgendwie nicht mehr so... Können nicht mehr so schnell reiten wie früher. Irgendwie in Assassin's Creed 2 ging das alles schneller. Habe ich das Gefühl. Naja. Was soll's. Ezio,
Wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Okay, super. Dann sprechen wir hier auch mal wieder mit einem Architekten. So, und bauen das auch aus. Wird jetzt auch wieder in schönem, aber wie nennt man das nochmal? Wenn das ganz schnell geht. Fast Time? Nee, wie nennt man das nochmal? Quick Time? Ach, keine Ahnung. Mir fällt es gerade nicht ein. Okay, super. Und, ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Okay, ich überlege gerade, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehm diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Okay, ja, super. 250 Florin. Hier können wir jetzt auch, sprechen wir direkt mal mit ihr, damit wir da auch wieder die Mission freigeschaltet bekommen. So. Madonna, hat Machiavelli sich gemeldet? Ja. Die Tauben bringen die Namen päpstlicher Agenten. Das Jubeljahr führt viele Pilger nach Rom. Für Absolution geben sie bereitwillig ihr Geld der Kirche. Das drohende Fegefeuer überzeugt auch die Unentschlossenen. Die Einnahmen der Agenten gehen direkt an Cesare. Bald ist Geld die geringste ihrer Sorgen. Okay, ja, so können wir jetzt auch auf diese Söldnermission hier zugreifen. Bin ich jetzt ins Gebäude gegangen oder außerhalb? Ah ne, aus bin ich jetzt, super. Ja, können wir auch mal auf die Karte schauen, da werde ich auch offscreen wieder ein paar Missionen machen. Denke ich mir, das sind jetzt hier diese Zielmarkierungen, Auftragsattentate, da werde ich auch ein paar von machen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir diesen Turm hier vorne noch erledigen und dann beende ich, oder nee, ich weiß gar nicht, ob wir da hinten hinkommen. Nee, das erkunde ich mal offscreen. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Part und, obwohl, na, soll ich jetzt da hinten noch hinlaufen oder nicht? Nee, das machen wir im nächsten Part. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Part, werde gucken, ob man diese Aussichtspunkte da hinten erklimmen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder und dann gehen wir zu den Dieben. Bis dahin, ciao Leute.